Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Misha aka Polska Genetics und heute zeige ich euch wieder mal ein kleines Tutorial für Waden, das stehende Wadenheben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das Video auch hochgeladen habe, das ist schon 2 Wochen alt zwar, aber weil meine Waden einfach mal langsam trocken aussehen und das hat es noch nie gegeben, dass meine Waden richtig trocken sind. Von daher dachte ich mal, ich zeige euch das mal, wie so trockene Waden bei mir aussehen. Also jetzt sind sie noch besser. Aber wie gesagt, also was ich hier euch eigentlich zeigen will, ist, was der größte Fehler ist bei den meisten, dass sie eigentlich die Range of Motion viel zu minimal halten. Also ihr seht jetzt hier, ich gehe wirklich nach oben und am Schluss versuche ich noch auf die großen Zehen zu gehen. Und dann erst, wenn ich oben bin, gehe ich auch wieder runter. Und zwar nicht nur bis in die Parallele, sondern ich versuche auch wirklich unter die Parallele zu gehen, sodass sich der Stretch von daher richtig schön in den Waden bemerkbar macht. Also es ist wirklich der zweite Teil der Übung und die meisten Leute ignorieren den komplett. Was auch dazu zu sagen ist, ist natürlich, dass ein gutes Schuhwerk absolut Pflicht ist. Also ihr seht jetzt hier, ich mit meinen Adidas. Das Feeling ist absolut perfekt. Man kann es auch in Socken machen, man muss einfach aufpassen, dass man nicht abrutscht. Und sonst halt auch barfuß, wobei barfuß halt zum Teil ein bisschen eklig ist. Aber bitte Leute, bitte checkt das ab, guckt mal das an, guckt mal diese schöne langsame Ausführung an. Richtig schön nach oben, kurz halten und dann wieder runtergehen. So läuft das und nicht dieses scheiß hektische 30 Reps Geballer da. Das wollen wir nicht sehen, wir wollen hier wirklich Waden trainieren, wir wollen die ausschöpfen, dann braucht ihr auch gar nicht mehr viel Reps. Wetten wir, ihr schafft so mit demselben Gewicht nicht halb so viel Reps. Versucht's mal aus, Leute, ich sag's euch, kleiner Denkanstoß an meiner Seite. Und ja, denkt an mich, an der GmbF, bald ist es soweit. Und man sieht sich, seht ihr, das mache ich noch zum Schluss noch, so zum Spaß ein bisschen ausbrennen, so wie es die meisten normal machen. Man sieht sich, Leute, peace out.